Hi zu Man vs. Fly, direkt aus dem Mutterland des Common Law, der Wiege der Meinungsfreiheit. Na, welcher grundsympathisch geistesgestörte Großbrite wird wohl heute unsere labbrig-liberalen Geschmacksgrenzen neu ausloten? Oha, eine Bibel auf einem Brett, ein Arm. Ja, das ist eindeutig eine an den jungen Reinhold Messner gemahnender Perückenzausel im weißen Tageskleidchen mit einem Kreuz auf dem Kreuz. Und ich konkludiere jetzt mal, dass dieses Outfit an den Christenmessias erinnern soll. Klar, eine Kasper-Kostümierung als Ikone anderer Glaubensrichtungen würde wohl wesentlich sperriger aufgenommen werden. Aber ein Jesus mit doppeltem Vollbart geht halt immer. Mutige, messerscharfe Religionssatire sieht anders aus. Der verkleidete Vollidiot nennt sich also Jesus Christ. Er ist sowohl als Sohn Gottes als auch als Zimmermann tätig und in seiner Freizeit verwandelt er gerne Wasser in Wein. Ob ich mich für diese Sendung schäme? Absolut, liebe Zuschauer. Kommen wir zur Fliege, auch heute wieder ganz in Anthrazit. Ihr Name ist Gandalf Cohen. Sie arbeitet wechselweise als Klempner oder Zauberer. Nach Feierabend verwandelt sie gerne Wein in ungeklärtes Abwasser. Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Der eine mag erbärmliche Konsumententipps, talentimpotenter YouTuber. Der andere mag Man vs. Fly. JC segnet jetzt unaufgefordert die Fliege und falls Sie sich fragen, womit er sie gleich erledigen will, sag ich nur, die Bibeln sind die Waffe seiner Wahl. Damit und nur damit darf der freche Fake-Erlöser hier operieren. Wohlan, los geht's, Gandalf Cohen gegen den Sandalen-Shizu. Und von mir wieder die Frage, warum die Fliegen hier immer nur unbewaffnet um ihr Leben fliegen. Warum verfügen sie nicht über klitzekleine Armbrüste oder über Miniatur-Lenkraketen? Gerade diesem Passionsstatisten wünscht man doch mal so richtig was in die Fresse, oder? Macht ihr vorher einen auf dicke Messias-Hose, kriegt's aber mit dem Kreuz nicht ansatzweise geregelt. So macht weder die linke noch die rechte Bibel irgendeinen Sinn. Das ist heute wieder mal selbst für die Fliege alles ein stinklangweiliger Schwachsinn hier. Und ich denke, man kann dem unterforderten Tier jetzt schon gratulieren. Da müsste schon ein Wunder passieren, wenn der Kirmes-Nazarener hier noch was reißen würde. Oha! Ja, das ist ja wohl das Allerletzte! Die Sünde aller Sünden. Jesus hat gefuscht, liebe Zuschauer. Jesus hat betrogen. Die Fliege hat gewonnen. Trotzdem ist sie tot. Hingemetzelt von einer illegalen Sandale. Er durfte sie nur mit seinen blöden Außenspiegelbibeln erschlagen. Jetzt prügelt das dumme Schwein aber bitte sofort aus der Arena. Was macht er denn jetzt? Will er sein Opfer etwa auch noch verhöhnen? Ich fasse es nicht. Du machst Witze. Hosianna! Wir haben gerade ein Wunder gesehen. Ist das schön. Aber im Grunde ja auch nur fair von Jesus, der Fliege nach dem hässlichen Foul das Leben wiederzugeben. Tja, ein mehr als versöhnliches Ende. Und während der hirninvalide Hüpfburg-Heiland sich hier würdevoll aus der Arena zurückzieht, möchte ich mich nun auch voller Demut von Ihnen verabschieden. Tschö, Ihr Peter Rütten im juristisch massiv bewährten Zwangsauftrag von Tele 5.